Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi. Heute am 2.3.2022 wieder aus den Forchheimer Wäldern, so quasi vor meiner Haustüre. Ich habe heute nicht so viel Zeit, wahrscheinlich wird das so eine Art Standardrunde gehen. Ihr könnt mich gerne dabei begleiten und sicher gibt es wieder das eine oder andere zu sehen und zu bewundern. Ja, hier rauscht das Wasser wieder mal so schön. Es scheint wieder ein bisschen zurückgegangen zu sein. Ja, ich werde auch auf das eine oder andere der aktuellen Lage vielleicht eingehen. Heute haben wir ja leider schon den 7. Tag des Ukraine-Kriegs und es ist leider auch kein Ende absehbar. Aber eins muss man wirklich sagen, die Ukrainer wehren sich heldenhaft gegen Putins Invasion. Ich glaube, Putin hat seinen Gegner total unterschätzt. Und das lehrt doch wieder, man sollte niemals einen Gegner unterschätzen. Ja, heute haben wir einen klassisch weiß-blauen, also bayerischen Himmel. Es ist doch schön, wenn man jetzt wieder öfters die Sonne sieht, nachdem der Winter speziell bei uns so trüb war. Ja, auch hier fließt wieder mittlerweile deutlich weniger Wasser. Ja, mittlerweile haben wir ja schon immerhin März und es regt sich auch schon ein bisschen so ein Hauch von Frühling. Ja, ist sogar teilweise zugefroren. Ja, nachts war es jetzt mal ein paar Mal ganz schön kalt. Hört mal wieder einen Specht, aber der ist jetzt so weit weg, dass man auch gar nicht sehen kann. Ja, nun gehe ich wieder auf diesen Trampelpfad an den Sümpfen vorbei, zur anderen Seite des Schlehenbachtals. Das war ja die Stelle, wo man vor einiger Zeit diese tollen Sonnenstrahlen sah. Ja, hier fliegen schon die ersten Insekten. Ich weiß nicht, ob man es im Film sieht. Wahrscheinlich machen die so eine Art Hochzeitstanz. Na, hier strahlt das Moos regelrecht in der Sonne. Sieht ja wunderschön aus. Und hier bewegt sich ein Blatt im leichten Wind. Das wird bald zu Boden fallen. Sieht kurios aus. Als würde mir der Baum zuwinken. Ja, ist doch irgendwie kurios. Ich denke, da ist jetzt ein Waldgeist wahrscheinlich am Werk. Er winkt uns zu und sagt, schließt Frieden, Mensch, ihr dummen Menschen. Warum bringt ihr euch gegenseitig um? Und hier liegt noch Winterstille über dem Sumpf. Hört man noch keine Vögel zwitschern. So eine romantische, ruhige Stimmung. Hier könnte man stundenlang verweilen. Ja, jetzt geht's Richtung Nordhang und da wird es gleich kälter. In der Sonne war es jetzt relativ warm, aber hier wird es jetzt richtig kalt. Nochmal ein Blick zurück zum Sonnenhang. Und hier geht's in die Kälte. Oh, hier sieht man sogar ein paar schöne Eiszapfen. Man sieht, jetzt bin ich auf der kalten Seite des Schlehenbachtals. Und hier gibt es wieder ein paar Baumpilze zu bewundern. Da hinten scheint etwas die Sonne rein, dorthin werde ich noch gehen und dann werde ich wahrscheinlich umdrehen. Ja, ich finde, hier sieht es fast ein bisschen so wie im Erzgebirge, Bayerischer Wald oder sonst wo aus. Also eigentlich gar nicht so wie bei uns normalerweise. Aber viel Natur pur gibt es hier zu sehen. Ja, hier gibt es auch noch mal ein paar Eiszapfen zu sehen. Nicht ganz so schön wie vorhin.
Na, diese drei Bäume sind auch fast komplett miteinander verwachsen. Hier sind wieder interessante Baumpilze. Die sind diesmal ganz weiß. Hier scheint so schön die spätnachmittägliche Sonne herein. Ja, das Wasser trägt jetzt auch eine Eisschicht. Wie gesagt, die letzten Nächte waren schon ganz schön frisch. Also ziemlich frostig. Ja, das war es dann schon wieder ziemlich mit der heutigen Tour. Es sind noch ein paar hundert Meter bis zum Auto. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Aber macht noch nicht aus. Vielleicht kommen noch ein paar Szenen oder vielleicht sogar noch ein ganzer Film. Weil dieser Film ist ja jetzt nicht so übermäßig lang geworden. Jetzt kommt die Sonne noch so richtig schön durch. Das lockt jetzt natürlich auch die Leute raus. Ja, das sind auch viele Leute mit Hund unterwegs. Und fließendes Wasser ist doch immer was Schönes. Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmaratomi. Heute am 3.3.2022. Heute bin ich mal auf der Sportinsel. Da haben wir so einen schönen Rundkurs zum Mountainbike fahren. Da kann man wunderschön trainieren. Das scheint den Kiddies sehr zu gefallen. Da sehen wir sogar richtige Sprünge da hinten. Also gibt es einiges zu sehen hier. Ja, jetzt geht's weiter. Ich drehe da mal bis. Es ist praktisch hier eine Insel zwischen Regnitz und Rhein-Main-Donau-Kanal. Ich gehe wieder bis zur Landspitze vor und dann wieder zurück. Ist jetzt keine große Runde heute. Eigentlich hatte ich heute gar keine Wanderung vor, aber weil das Wetter so traumhaft ist, musste ich jetzt doch raus. Und ich musste noch Ware verschicken. Ich habe gestern ja wieder die zweite Schatzkiste ins Internet reingehängt mit Verkauf, wo die Briefmarkenlose auch zum Verkauf angeboten wurden. Und da konnte ich jetzt schon einiges verkaufen. Und es wurde auch schon was bezahlt und das habe ich heute verschickt. War bei der Post und auf dem Weg zurück liegt halt diese Sportinsel und deswegen gehe ich hier jetzt ein bisschen spazieren. Und hier blühen schon die Schneeglöckchen, wunderschön. Und hier ist der Regnitzarm der Insel. Der Rhein-Main-Donau-Kanal ist auf der anderen Seite. Und hier liegen irgendwelche Zugvögel Richtung Norden. Und hier bin ich jetzt am schönen Regnitzufer. Und hier sieht man richtig mächtige Bäume. Da sieht man sogar etwas die Felsen der Rettener Kanzel im Hintergrund. Und hier blühen die Gänseblümchen schon schön. Ja, und an dieser Landspitze treffen Regnitz und Kanal wieder aufeinander. Und da drüben ist das Naturschutzgebiet Büg, wo ich ja schon zwei Filme gedreht habe. Und jetzt bin ich gleich an der vordersten Stelle der Landspitze. Ja, da pfeift jetzt doch etwas ein kalter Wind. Ist doch auch nochmal ein interessanter Blickwinkel. Da blüht es auch schon schön. Langsam erwacht der Frühling. Hier ankert die Hannelore. Ja, die scheint so allerlei. Scheint irgendwie Schutt geladen zu haben. Ja, und da vorne rechts sieht man die Schleuse. Daher nennt man das hier, glaube ich, auch Schleuseninsel. Da drüben in der Ferne sind auch wieder lauter Gänse. Da ist auch schon wieder die Mountainbike-Strecke. Also wir sind schon fast am Ausgangspunkt meiner Tour. Es war jetzt heute eher eine kurze Tour.
war aber trotzdem schön. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte liked ihn mit erhobenen Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare. Fragen versuche ich wie immer zu beantworten. Und ganz besonders freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Und macht noch nicht aus, es könnte noch ein Film kommen oder zumindest noch ein paar Szenen. Und hier seht ihr zum Abschied nochmal die Mountainbike-Strecke.